So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Alpha Saphir. Oh yeah, im letzten Mal haben wir die Wasserrouten betreten und wir haben unser neues Team vorgestellt. Ja, und wir wollen jetzt die Wasserrouten weiter durchgehen, denn noch sind wir hier nicht ganz fertig. Nicht wahr? Aber wir sind schon relativ nah an Faustauhaven, das heißt, wir können da erstmal unsere neuen Vorräte, unsere nicht mehr vorhandenen Vorräte neu eindecken. Wie hast du mich gerade gesehen? Ich stand mit der Seite zu dir. Das Meer ist mein Reich, ich werde dich nicht verschonen, nur weil du ein Kind bist. Okay. Dann, Mann, verschon mich nicht. Du siehst auch nicht viel älter aus, wenn ich das nebenbei mal anmerken dürfte, aber okay. Oh Gott, und du kommst auch noch mit Goldini. Goldini. Ich würde mal sagen, Goldini ist nicht so wirklich das Pokémon, aus unserem Kirlia irgendwie gefährlich werden könnte. Nicht so ganz, denn ein Zauberblatt wird nicht für einen One-Hit reichen, aber es macht immer einen guten Schaden. Furienschlag, muss das denn sein? Das zieht doch nur diesen Kampf in die Länge. Unnötig in die Länge, weil es, der Ausgang ist bereits von vornherein klar. Fünfmal? Natürlich fünfmal. Indem du fünfmal damit triffst, machst du tatsächlich gar nicht mal so unbedrohlichen Schaden. Nützt dir aber nichts, weil... Na, pass auf, jetzt kommen nochmal und drei Volltreffer dabei. Aquavelle. Lieber Aquavelle. Ist zwar ein Step, aber gute Spezialverteilung. Genau, wollte gerade sagen. Schützt mich vor vielem Schaden. Schön. Das Zauberblatt hatte ich dann voll zerlegt, würde ich mal ganz knapp behaupten. Und ich kaufe mir gleich definitiv noch Schutz. Kann es sein, dass du nicht mit vollem Ernst gekämpft hast? Warum? Ich hab doch gewonnen. Was ist dein Problem? Was ist mein verdammtes Problem? Erzähl mir, was ist dein Problem? Oh, okay. Sie sagt nichts mehr zu dem Kampf. Dann eben nicht. So. Nur eine Trainerin hier. Sind wir eigentlich jetzt schon am Strand? Habe ich gegen den schon gekämpft? Nein. Bei Langer habe ich einen Mega-Pokémon-Land gezogen. Die werden dich beeindrucken. Ja, das will ich doch mal stark annehmen. Also ich würde es hoffen, weil sonst bin ich schwerst enttäuscht. Wirklich schwerst enttäuscht. Nicht nur leicht, sondern wirklich sehr, sehr schwer. So hart, dass du nicht mehr in Worte fassen kannst, wie schwer. Genau. Jetzt habe ich dich ein bisschen verwirrt, nicht wahr? Ja, die perfekte Gelegenheit, mit dem Tentacher mit Konfusion attackieren, genau. Fast. Wickelattacke. Muss das denn sein? Oder lieber als irgendwelche Giftattacken. Denn die würden mich sehr effektiv treffen. Jawohl. Gift ist nämlich neutral auf Psycho. Das wissen auch viele nicht. Es gibt so ein paar... Ich weiß nicht, habe ich das in diesem Let's Play schon mal erklärt oder war das bei der X-Wedlock? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, es gibt so ein paar Mythen, würde ich schon fast sagen, dass Leute gerne mal verwechseln, was nicht so effektiv auf gewisse Typen ist. Wie zum Beispiel, dass Stein neutral auf Gestein ist, ne? Oder halt sowas hier, wie Gift es neutral auf Psycho. Ja. Ein Garados. Uiuiuiui. Das war ein ordentliches Kaliber. Ja, aber ich habe schon die perfekte Antwort darauf. Warte, aber ich möchte, dass Kirlia die Erfahrungswunde bekommt. Das heißt, mit anderen Worten, du darfst mal ganz kurz reinschnuppern in diesen Kampf. Ha, Neutral-Tor, so dich mir vorher von Tentacher geklaut habe. Wer hätte gedacht, dass mir das mal nützlich wird? Ja, niemand. War auch nicht nützlich, denn ich greife sowieso nicht physisch an. Im Grunde genommen war das vollkommen für die Katz. Yeah. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich es irgendwie überraschend fand, dass Voltenso doch schon auf Level 30 Ladungsstoß gelernt hat. Ich meine, das wäre erst jenseits der 40. Ich habe sogar nachgeguckt, aber entweder ich habe mich verlesen oder das war noch auf dem alten Stand und das hat sich in Oras geändert. Was es nun im Endeffekt war, ist egal. Ich habe den Ladungsstoß und freue mir einen Keks darüber. Da-da-dam, Level 31 für Voltenso. Nochmal, wow, viel Erfahrung für Kirlia. Das war wieder eine spektakuläre Niederlage. Wieder? Haben wir schon mal gekämpft? Moment mal. Verdammt, gegen den haben wir schon mal gekämpft. Der wollte eine Revanche haben, der Typ. Da hat er mich doch einfach in die Falle gelockt. So ein Fiesling aber auch, Entschuldigung. Na egal, hat ja noch ein paar wichtige Erfahrungswürde gebracht, nicht wahr? Ah, der Fiesling, so, gegen dich haben wir definitiv noch nicht gekämpft, komm her. Hallo, lass mich nicht gut mit der Schnellste, aber Wasser kriegst du mich nicht. Das habe ich auch nicht vor. Ich möchte eigentlich nur, dass du kurz stehen bleibst, einen Kampf mitmachst, dann darfst du sofort weiterkämpfen, Ignas. Mit einem Garados, ich habe irgendwie so ein Déjà-vu. Und ich werde auch genau den gleichen Zug wagen wie eben, denn ich möchte nicht mit einem Curly, was nur noch ganze 12 KP hat, in einem Kampf gegen Garados drin bleiben. Na, triggert das sofort? Ja, oh Gott. oh Gott. Ich liebe Fährte, Leute. Fährte ist eine super tolle Fähigkeit. Definitiv. Nun, du darfst jetzt mal wieder rauskommen, mein gutes Voltenso. Du machst einen ausgezeichneten Job, möchte ich dir mal nochmal anmerken. Ausgezeichnet. Du nimmst deine Gegner auseinander, bevor sie überhaupt irgendwie sich wehren können. Du hast tolle Attacken. Ladungsschuss, Voltwechsel und Hitzekoller. Wird uns definitiv weiterhelfen in Zukunft. Gut, Stärke ist ein bisschen deplatzierter, aber... Was will man machen, nicht wahr? Was will man machen? Irgendeiner muss es halt nehmen. Ich gebe mich geschlagen. Das ist gut. Und ich nehme mir deine Seele! Nee, Moment, das war kein Duell der Schatten. Ist schon okay. Hast du nochmal Glück gehabt, Freundchen?
So ist ja noch... Ja, da ist noch jemand. Hi, ich sehe dir ganz klar, du willst mich herausfordern. That's correct. Und ich möchte das mit deinem Kill ja tun. Deswegen hätte ich es vielleicht vorher mal heilen sollen. Wäre eine Sache gewesen, die bestimmt kluge Trainer getan hätten. Aber ich zählte da in den letzten paar Sekunden offenbar nicht zu. Naja, ist ja auch egal. Es ist nur ein Weil mehr. Nur ein Weil mehr, sagte er. Ich habe das Gefühl, ich werde diesen Satz gleich bereuen. Ich versuch's mal mit Diviskus. Moment mal. Ich wollte gerade sagen, Weil mehr war doch eben schon schneller. Also eben im gestrigen Part. Das heißt, es sollte mich eigentlich nicht überraschen, dass es das jetzt erneut ist. Na gut, Morabel. It's your turn. Ich hätte zwar Voltenso nehmen können, aber Voltenso ist schon Level 31. Und bevor es davon levelt, wollen wir auch mal euch eine Chance geben, euch gegen die Wasser-Pokémon zu behaupten. Dann haben wir erstmal einen Beleber, damit das auch Erfahrungspunkte bekommt. Denn jeder Erfahrungspunkt ist sehr wertvoll. Das wisst ihr ja, liebe Kinder, nicht wahr? Genau. Wie wäre es mit der Dampfwalze? Lake, don't do this! Meine Güte, es macht damit mehr Schaden, als ich vermutet hätte. Das Problem ist, ich mache ihn jetzt langsamer. Das heißt, ich gebe ihm die Chance, dass Lake härter trifft, aber rein theoretisch auch nur, weil ich habe offensichtlich den Effekt nicht bekommen. Und nicht nur das. Selbst wenn es wäre ein Two-Hit-KO gewesen. Es ist ein Two-Hit-KO, genau. Da sieht man zwar im Endeffekt. Egal, vollkommen Wurst, wie es ausgegangen ist. Schön. Danke für die Erfahrungspunkte. Level 29 für Kirillia. Oh, ich rieche eine Entwicklung in diesem Part, Leute. Au, 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 au. Ich glaube, er ist besessen. Wir sollten ihn von seiner Qual erlösen. Und einfach wegschwimmen. Oh ja, wir sind so gemein, nicht wahr? So, Fausthaufen, willkommen zurück. Sehr schön. Ein kurzer Zwischenstopp, um mal unsere Pokémon zu heilen. Und ich mache auch gleich noch einen kurzen Zwischenstopp im Laden. Denn ich brauche ein paar neue Items. Beleber zum Beispiel. Supertränke habe ich auch nicht mehr so viele. Das muss dringend ausgebessert werden. So, ich danke dir. Vielen Dank für die Geduld. Wir haben übrigens drei potenzielle Mega-Pokémon im Team. Voltenso, Sumpex, also noch nicht Sumpex, aber bald dann. Und Altaria, sobald es sich entwickelt hat. Sagt mir nicht, Faustdorfer hat kein Geschäft. Okay, sagt es nicht. Ich habe es gerade nämlich selbst bemerkt. Aber mir fällt auf, also die Encounter-Rate ist so angenehm. Sind da kaum wilde Pokémon auf dem Wasser? Wie viele wilde Pokémon sind wir jetzt ohne Schutz reingerannt? Überhaupt in irgendeins? Ich glaube nicht, oder? Das begrüße ich in jedem Fall sehr. Das habe ich ja schon in einem vorigen Part mal angemerkt, dass mir irgendwie das Gefühl gegeben wird, die Encounter-Rate hier wurde etwas verändert. Runtergeschraubt. Und wie gesagt, das begrüße ich. Das könnten wir gerne auch in zukünftigen Pokémon-Spielen beibehalten. Die ist sehr angenehm in diesem Spiel. Du willst gegen mich kämpfen? Klar, trete ich gegen dich an. Nein! Na gut, okay, alles klar. Kein Problem, Almut. Almut? Ist das ein Name für Mädchen, wirklich? Also, keine Ahnung, offensichtlich. Aber Almut klingt für mich sehr männlich. Also wirklich sehr männlich, Almut. Gut, ich kenne niemanden, der so heißt, aber... Hättet ihr mir jetzt gesagt, hey, kennst du den Almut? Hätte ich gedacht, nein, wer ist das, dieser Typ? Ist ja auch egal. Wurscht, kennt ihr eine, die Almut heißt? Würde mich mal, aua, interessieren. Da habe ich vor mein Headset gehauen. Wie kann ich es denn wagen? Mein Headset kann doch nichts dafür. Aquavelle. Die kann auch nichts dafür, die Aquavelle. Aber sie wird trotzdem benutzt. Steinhagel. Wir wissen zwar, dass das nicht so viel Schaden machen wird. Also ich hoffe, über die Hälfte, würde ich gerade sagen. Aber Pelipper hat ja eine sehr gute Verteilung. Eine Base von 100. Man glaubt das gar nicht. Aber ja, es ist tatsächlich der Fall. Na, reicht aber für über die Hälfte. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Alles klar. So, jetzt sind nochmal Schutzschild. Pass auf. Nein. Oh, ich bin schwerst beeindruckt. Zutiefst beeindruckt. Meine Güte, du hast meinen Respekt, Philippa. Wunderbar. 800 Punkte. Da war für Kirillia mit dazu. Gegen dich hatte ich keine Chance. Ja, aber mach den Mund zu. Du guckst so merkwürdig, Mädchen. Ist ja egal. Ich wollte es nur nochmal anmerken. So, die Route ist auch nicht... Beziehungsweise, die Routen sind wahrscheinlich genauso breit wie früher. Nur, dass die Sicht jetzt weiter rausgesucht ist, hilft uns dabei, mehr von ihr zu sehen. Auch das, ein sehr positiver Effekt. Schon mal von einer kleinen Stadt namens Fausthaven gehört? Ja, tatsächlich. Ich habe früher mal gedacht, sie ist Fausthaven. Das haben dann viele mal bemängelt in unserem Rubin-Together damals. Und ja, seitdem habe ich dann eingesehen, okay, es heißt Fausthaven. Aber es sind einfach so Buchstaben, die man gerne übersieht. Ich glaube, bei Rosaltstadt auch so. Rosaltstadt heißt es doch eigentlich, glaube ich. Aber ich sage mal Rosaltstadt, das habe ich mir irgendwie so angeboten. Aber da hat sich nur komischerweise noch keiner beschwert. Ich vermute, weil es vielen von euch auch so geht. Aber ist doch schön, wir können alle gegenseitig unsere Träume und Hoffnung zerstören, Leute. Ihr sagt mir, es heißt Fausthaufen oder Rosaltstadt und ich sag euch, dass das Ding von Ruby offensichtlich eine Mütze ist und er keine weißen Haare hatte. Ich weiß, ich habe das schon mal diesen LP erwähnt und ich weiß, dass jetzt wieder einige in Verneinung versinken werden, aber
Ich musste der Sache auch ins Auge sehen, Leute. Es tut mir leid. I'm so sorry. Aber gut, konzentrieren wir uns einfach auf den Kampf hier. Und setzen Tower mit ein. Aber das würde mich doch interessieren, wie viele von euch oder wer von euch hat damals auch Fausthaven gelesen, Rosalstadt und den ganzen Krempel. Da gibt es noch so viel mehr, aber die fallen mir gerade ein. Graviport City ist auch so eine Sache. Das heißt der Graffitport City. Nicht Graviport City, wie ich auch früher mal gesagt habe. Ach Gott, die Liste könnte man, glaube ich, ewig so fortsetzen. Uns würden dann ständig solche Dinge einfallen. Ach nein, ach doch, und ich merke gerade, ich muss mich verbessern. Wir haben 4 potenzielle Mega-Pokémon im Team. Gardevoir kann ja auch eine Mega-Entwicklung durchführen, sobald wir dann eins haben. Wunderbar, das heißt, die einzigen, die es nicht können... Ich muss wohl eingeschlafen sein, wenn sie mich auf den Feld treiben ließ. Da hast du aber doch Glück, dass du das überlebt hast, mein Freund. Was wollte ich jetzt sagen? Die einzigen, die keine Mega-Entwicklung haben in unserem Team, sind Kapilz und... Ja. Noch irgendwas, was ich jetzt erstmal nachschauen muss. War das denn noch? Vipitis, genau. Vipitis und Kapilz sind die einzigen, die keine Mega haben. Das heißt, es wird lustig, später die Megasteine zu verteilen, wenn wir die überhaupt alle finden. Würde ich ja schon sehr begrüßen, wenn wir wenigstens die für unser Team finden würden. Das wäre voll schön. Dein Schmerbart, keine Schnitte. Wenn Schmerbart ein cooles Pokémon ist, dessen Existenz viele Leute mal vergessen. Ich nicht, weil ich Schmerbe liebe, aber viele andere. Ah, ich habe verloren Zeit für Dickerchen. Und wieder haben wir einen Schwimmer auf dem Gewissen. Was ist denn hier los? Ich will das doch gar nicht. Es tut mir leid, aber ich gehe nur meiner Pflicht nach. Wir kämpfen auch oft gegeneinander, Bruder gegen Schwester. Dabei verliere ich zweimal, aber in einem Kampf 2 gegen 2 kann ich auch mal einen Sieg einfahren. Wir zwei sind Bruder und Schwester und fordern dich zu einem Kräftemessen heraus. Ihr zwei gegen mich alleine? Das klingt nicht sehr fair. Aber ich tue euch den Gefallen, wenn ihr wollt. Erko und Bea. Krebscore. Oh, ein Krebscore. Ah, wäre auch ein potenzieller Kandidat fürs Team. Vielleicht farme ich mir mal eins, aber aktuell nicht. Schauen wir mal. Überlegen wir uns nochmal. So, ich werde erstmal das Goldini aus dem Weg räumen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir nach diesem Kampf ein Level-Up bekommen. Ergo ein Gardevoir bekommen. Es sei denn natürlich, Kirlie wird jetzt so oft angegriffen. Sie hätte vielleicht vorher mal das Krebsgrub besiegen müssen, weil das macht etwas bedrohlicheren Schaden als das Goldini. Na egal, Goldini ist schon mal weg. Das heißt, wir kriegen dafür Erfahrungspunkte. Ich frage mich, wer von den beiden der Besitzer des Krebsattackes und wem das Goldini gehört. Ich würde jetzt schon fast vermuten, so dem Klischee nach, dass das Krebsgrub von dem Jungen ist. Und da frage ich mich, mein Freund, wie kannst du gegen deine Schwester mit einem Krebskorps verlieren? Auch so ein Pokémon, also Krebskorps. Krebskorps heißt es eigentlich. Wenn du gegen ein Goldini kämpfst. Also, ne? Mit einem Krebskorps. Ist ja auch egal. Wurst, wow, du spielst echt in einer anderen Liga. Ja, du bist echt der Wahnsinn. Du kämpfst auf einem ganz anderen Level als wir. Das stimmt, ich war nämlich Level 29 und ihr wart Level 27. Ah! Okay, gehen wir schnell, bevor ihnen einfällt, dass ich gerade einen schlechten Witz gebracht habe und sie mich unter Wasser drücken wollen. Hi, das Meer ist mein Revier. Lass uns kämpfen. Kein Ding, du. Machen wir. Aber bitte nicht so Aggressivität. Ich bin nicht aggressiv. Okay, Kevin, calm down. Wir haben kein Level-Up bekommen übrigens. Ich bin schwerst enttäuscht. Aber dieses Tentara hier, das wird uns jetzt zu helfen, ein Level-Up zu bekommen. Muss aber aufpassen wegen meinen KP. Aber setzt wahrscheinlich eh nur... Wickel ein, wollte ich gerade sagen, aber... Habe ich noch Beleber? Habe ich noch Leber? Leber irgendwo? Hm? Leber? Nein, ich mag keine Leber. Mögt ihr Leber? Ich nicht. Bäh. So, und ich habe natürlich keine Beleber mehr. Das heißt, die ganze Route wird jetzt ohne ein Gardevoir ausgehen. Ich könnte doch einen Anfall bekommen. Nee, ich glaube, ich gehe gleich offscreen mal zurück. Das kann einfach nicht. Ich habe noch kein einziges wildes Pokémon gesehen, Leute. Ist das wahr? Ich glaub's ja gar nicht. Bin voll geflasht. Dadam. Aber ja, man kriegt Wablu jetzt den Level. Aber ist ja auch was Schönes, nicht wahr? Platsch, platsch. Schön. Der Tacher wurde volles Rohr besiegt. Aber so richtig. Jawohl. Wablu erreicht Level 30. Schön. Und Spiegeltrick. Nee, hör auf. Hören Sie auf, solche komischen Attacken zu lernen. Also stilvoll, aber nicht sinnvoll. Ich habe ein Heimspiel verloren, der Schock sitzt tief. Das glaube ich dir. Gehen wir zu Walter, da sitzt der Schock noch tiefer. Ah, oh, soll gar nicht mehr auf, Leute, und hier können wir tauchen. Merken wir uns. Aber wir merken uns vor allem unsere Position, weil ich gebe mich kurz heilen. Bis gleich. Weiter geht's. Und ich muss nochmal nebenbei anmerken, ich habe kein wildes Pokémon gesehen, sowohl auf dem Rückweg als auch auf dem Hinweg. Schöne Sache.
Nach wie vor. Ich werde jetzt nie weiter kommentieren. Bestimmt irgendwann nochmal, aber das muss einfach gesagt werden. Und kaum lobe ich's, kommt ein wildes Pokémon. Aber gut. Das erste nach sehr langer Zeit. Das ist in Ordnung. Definitiv in Ordnung. Okay, Tentacha. Ich werde versuchen, dich zu fangen, wenn du meine Kloakensoße überlebst. Hätte ich jetzt schon fast gesagt. Zum Glück habe ich es nicht gesagt. Ah, wenn du meine Konfusion überlebst, wollte ich natürlich sagen. Mann, muss ich mal ausdenken lassen. Oh. So viel dazu. So viel dazu. Egal. Durch ein wildes Pokémon Level Up, das ist in Ordnung. Denn, liebe Leute, es ist soweit. What, jetzt schon? Also, ich beschwere mich nicht, aber das sind Attacken, die ich alle viel, viel später erwartet hätte. Aber das ist großartig. Kirlia lernt Psychokinese. Und Nanu Kirlia entwickelt sich. Aber das haben die Oras angepasst, oder? Meine Steinhagel, Ladungsstoß so früh, Psychokinese so früh. Oder war das früher in XY, war das in XY schon so? Ich kann mich echt nicht dran erinnern. Ah, wunderschön. Klasse, Mann. Dein Kirlia wurde zu einem Gardevoir. Ah, anmutig wie eh. Und je, eines der tollsten Pokémon, die es jemals gab. Du, dann will ich noch mal ganz kurz einen Blick auf deine Werte werfen. War schön. Brauchbar Spezialangriff, schöne Spezialverteidigung. Die anderen beiden Werte da oben kann man vergessen, aber der Rest ist okay. Wir haben tatsächlich mal sowas wie Initiative. Jedenfalls Initiative plus Wesen. Gardevoir ist zwar nicht die schnellste, aber immerhin. Es wird sicherlich das ein oder andere Pokémon damit überholen. Was steht denn hier? Nichts. Wasserroute. Ganz viele Wasserrouten. Fahrrad wollte ich mich jetzt nicht stellen. Ich wollte eigentlich nur mein Itemradar aufsetzen. Ich habe das Gefühl, dass wir diese Wasserrouten hier wesentlich schneller abklappern als früher. Hi, mein Traum ist es, in allen Meeren dieser Welt zu schwimmen. Das freut mich unglaublich, aber deswegen heißt es noch lange nicht, dass du gewinnen wirst. Ja, das hatte irgendwo bestimmt einen Zusammenhang. Okay, Tentacha, tut mir leid, aber diese Psychokinesen wirst du jetzt nicht mehr aushalten. Das heißt nicht mehr. Das ist die erste Psychokinese, die ich jetzt benutze, aber die wirst du halt trotzdem nicht aushalten. Absolut ausgeschlossen. Psychokinese. Was hast du dann noch Schönes? Eigentlich dachte ich, Zauberblatt wird mir ganz hilfreich sein, aber gut, wenn die jetzt alle Tentacha benutzen wollen, meinetwegen. Aha, Philippa. Okay, gut, da hilft mir Zauberblatt auch nicht wenig. Da greife ich mal. Ja, da hilft mir Zauberblatt überhaupt nicht, meine ich, wollte ich gerade sagen. Ich greife zur Psychokinese, aber... Der Klassiker. Und natürlich trifft es zwei untereinander. Ich hasse NPCs mit Schutzschild. Warum drückt man ihnen so einen Attack in die Hand? Das ist doch klar, dass die nichts anderes benutzen werden. So, jetzt hat es aber nicht gemacht. Rate mal, wie der nächste Zug aussehen wird. Vielleicht mit, ja, mit gar nichts, weil er besiegt ist. Oh yeah, Gardevoir. Awesome. Tja, ich werde es niemals schaffen, meinen Traum zu verwirklichen. Das stimmt wohl. Und jetzt machst du die anderen Trainer und sauf einfach ab. Also, nicht fatalst, aber ne, lass dich treiben. Das wollte ich damit eigentlich gerade sagen. Hallo. Ich liebe das Meer. Wenn ich schwimme, kann ich all meine Probleme hinter mir lassen. Hinter dir ist übrigens ein Pelipper. Hast du das auch hinter dir gelassen? Wahrscheinlich nicht. Du hast es gerade wahrscheinlich um die Ecke gebracht. Ist ja auch vollkommen Wurst. Denn wir werden deinem Bingo dabei helfen, Ähnliches zu tun. Nur nicht um die Ecke, sondern eher an deinen Ball zurück. Weil wir sind ja keine Killer, nicht wahr? Fährte und Adlerauge von Gardevoir. Das freut mich ja unheimlich. Wenigstens setzt Wingull kein Schutzschild ein, weil es es nicht lernt von selbst. Bitte hab keine Pelipper. Ich meine, die bringen zwar viele Erfahrungspunkte, okay, schön, aber dann noch lieber Tentoxa oder sowas. Oder Wailord von mir aus. Oder Schmerbe, das ist auch okay. Vorahnung. Tja, rat mal, welche Attacke ich da benutzen könnte. Wie wäre es mit Zauberblatt? Kaboom! Jawohl, das war das Zauberblatt. Was ist dein letztes Pokémon? Ein Weilmeer. Das war definitiv noch. Kein Pelipper dabei. Ich bin zufrieden. Zutiefst zufrieden. Zufrieden, zufrieden. Quasi dreifach zufrieden. Absolute Zufriedenheit. So kann man das auch sagen. Tschüss, Weilmeer. Weil der das so möchte. Da-da-da. Stresst mich total, wenn ich verliere. Ja, dann kämpf halt nicht. Dann verlierst du auch nicht. So ein kleiner allgemeiner Tipp. Sonst kann das passieren, ne? Wie man in den Wald hineinbrüllt und so weiter. Das ist zwar jetzt gerade eine Aussage, die nicht so unglaublich passt, aber so nicht so wild. So, ich möchte jetzt mal... Verdammt, ich wollte mich gerade versuchen, da anzuschleichen, aber... Nun ist es schon wieder über alle Berge und außerdem ist da eine Trainerin, die ich gerne bekämpfen möchte. Ich hatte das Gefühl, wir schaffen die Wasser... Ich glaube, ich habe das eben schon gesagt, oder? Mein Lügenbold von einem Freund meinte, mir würden Bikini stehen. Und? Was soll er denn sagen? Du siehst kacke aus, oder was? Mann, das willst du bestimmt nicht hören, Sieglinde. Freu dich doch einfach über das Kompliment.
Los, Gardevoir, wie wäre es mit einer wunderschönen, aufgeweckten Psychokinese, wollte ich gerade sagen, aber ich muss aufpassen. Ich habe nicht mehr so viele davon. Ich greife lieber zum Zauberblatt. Yay! Das reicht trotzdem für einen One-Hit, nicht wahr? Genau, weil Gardevoir doch ein bisschen mehr Spezialangriff als Kirlias hatte. Minimal. So, was sagt die jetzt, hm? Oh nein! Was ist dein Problem? What's the problem, man? Girl? Ich liebe es, wenn man mir Komplimente macht, auch wenn sie nicht ernst gemeint sind. Das Mädchenherz ist eben komplex. Egal. Akzeptiere ich jetzt einfach mal so. Oh, wow, da hinten ist es. Schaut euch das an, Leute. Das sieht wesentlich eindrucksvoller aus, als ich es in Erinnerung habe. Aber das machen wir noch nicht, Leute. Das möchte ich mir in aller Seelenruhe angucken. Und zwar komplett, sobald wir Taucher haben. Das sieht aus wie ein Schmetterling hier. Was ist denn das für ein Pelipper? Verdammt. Hätte ich auch schleichen können? Ah, man kann auch langsam schwimmen. Okay. Egal, Leute. Wie gesagt, das Schiffswrack, die Seewoge. Da gehen wir es... Wow. Andere Trainer setzen Surfer ein. Der Sport spielt keine Rolle. Für Astrainer ist es nicht wichtig, wo wir trainieren oder kämpfen. Endlich! Finally! Andere Trainer auf surfenden Pokémon. Wie lange musste man darauf warten? Ja, offensichtlich lange genug. Seit 1999. So. Oder 98. Hier kam es 99 raus. Oder 2000? 99. 99 müsste es in Deutschland rausgekommen sein. In Europa. Ist auch egal. Man hat sich immer gefragt, warum sind wir die Einzigen, die hier rumsurfen? Endlich sehen wir mal surfende andere Trainer. Ich bin ja beeindruckt. Schön. Aber das hilft ja leider auch nicht weiter, weil unser Gardevoir gerade dabei ist, sämtliche Pokémon auseinanderzunehmen, um zu zeigen, dass es als Kirlia und vor allem als Trasolo nur ein bisschen geschwächert hat, um jetzt richtig reinzuhauen. Mit dem Spezialangriff, den es dann mit sich bringt. Wunderschön. Ja, haben wir im nächsten Part diese Wasserroute schon fertig und können direkt uns auf den Weg nach Baumhausen City machen. Das heißt also, das ging verdammt schnell. Finde ich doch. Ging wirklich sehr schnell. Und wieder mal ein 1-Hit-KO. Ach Leute, Gardevoir ist so awesome. It's so strong! Rilana, Ralena, Rilanere oder wie auch immer. Dass ich ausgerechnet an diesem Ort verliere. Ja, wir hätten noch an Land kämpfen können. Im Endeffekt hätte es nichts an der Situation geändert. Wie auch immer mein Gardevoir übers Wasser schweben kann. Ja, wahrscheinlich genau das tut es. Es schwebt einfach drüber. Hi. Rate mal, wer auf den Wellen herumschaukeln kommt. Halt dich gut fest. Das ist nämlich ein Astrainer. Ja, ich mag das. Da-da-di-dam-dam. Astrainer Frovin. Mit seinem Sengo. Ihr meint wie Pites. Du hast ein Sengo. Ich finde, ihr solltet irgendwie euch zusammenschließen und ein surfendes Astrainer-Paar bilden. Immunität. Ich gewähre dir keine Immunität. Ich gewähre dir diesen Kampf elegant zu verlieren. Und ich sollte ein anderes Pokémon nach vorne setzen, weil Gardevoir ist doch schon Level 31 sogar. Sie levelt es den anderen auch davon. Autsch, das wird wehtun. Aber nicht so sehr, wie ich befürchtet habe. Das heißt, ein Diebeskuss hier für dich extra. Muah. Schön. Und besiegt. Um deine Lebensenergie zu stehlen. Diese 8 KP habe ich dafür bekommen. Pass auf, diese 8 KP werden uns beim nächsten Gegner bestimmt retten. Oh, ein Kapilz. Super leid, Kapilz, dass ich so hart besiegen muss, aber... ich bin halt jemand, ne? Wenn ich die Schwäche meines Gegners ausnutzen kann, warum sollte ich das doch nicht tun? Das klingt so aus dem Kontext gerissen ganz schön brutal und gemein, ehrlich gesagt. Aber das war gar nicht mal so gemeint. Kraftfälle, das wird sogar wehtun. Und mich nicht paralysiert, habe ich gehört. Dankeschön. Aber das Eros, das wird dafür umso mehr wehtun. Aber es reicht nicht. Es reicht nicht! Nein, es reicht nicht, weil Wablo einfach schwach auf der Brust ist. Gut, dass du einen Tempo-Heat nachsetzt. Damit kann ich schon eher Leon. Der Kampf war knapper, als mir lieb war, ehrlich gesagt. Aber gut, ne? Ich hatte ja... Ich musste ja rein switchen und da schläfert er wieder rein. Wie kannst du es denn wagen? Wahrscheinlich genauso, wie er es gerade getan hat. Frovin wurde besiegt. Meine Strategie ist baden gegangen. Don't cry, man. Don't cry. Sei stark. Sei einfach nur stark. So. Der ein bisschen mit Vipites kämpfen. Zack, und schon ist Gardevoir mit am höchsten. Wie schnell das doch ging. Hier liegt doch garantiert was versteckt. Vielleicht aber auch einfach nicht. Dann schwimmt wieder ein Pelipper. Ich würde sagen, den machen wir noch kaputt hier. Und dann sind wir auf der nächsten Route gleich. Ah, ihr bist auch zur Seewoge Malbefroh. Nein, noch nicht. Da möchte ich erst hin, wenn ich auch habe, wie bereits gesagt. Ich habe doch eben noch erklärt, Umberto. Umberto, der goldene Umberto. Oh mein Gott. Mit einem Lombrero. Da. Wie wäre es mit dem Giftzahn? Irgendwie habe ich in diesem Part Glück, was meine Coverage angeht. Denn wer hätte ahnen können, dass ich hier auf ein Pflanzen-Pokémon treffe auf einmal. Gut, Wasser-Pokémon ist es ja auch und so. Ja, bla bla, klar, aber ne, trotzdem, ich meine ja nur.
Magensäfte. Ich habe schon wieder ganz vergessen, was es macht, so selten, wenn man es einsetzt. Anwehrkraft ist hier mit eigenen Säften an Erfängen. Nein. Nö. Danke, aber nö. Na, ich schaffe es nicht. Es ist überhaupt kein Problem. Gönn dir eine Pause. So, ich würde sagen, aber jetzt hier auf der Route 109, ja genau, ist die nächste Route. Suchen wir jetzt ein kleines Plätzchen, um genau zu sein. Hier, die gehen wir dann im nächsten Part noch ab. Ja, und dann, also die werden wir locker schaffen, ich denke mal, maximal 10 Minuten. Das heißt, danach geht es auch wieder Richtung Baumhaus und da bin ich sehr gespannt. Das war immer einer meiner Lieblingsstädte. Und die ganze Route dahin vor allem. Ah, toll, Leute. Aber wie gesagt, erst beim nächsten Mal. Das war Pokémon Alpha Saphir für heute. Bis dann. Ciao.